So, moin Leute. Ich habe wieder einige neue Produkte und eines davon ist USA Großmacht unterm Sternenbanner von Cthulhu, weiß ich nicht, dritte Edition oder so. Ich kenne nur die siebte eigentlich. Ich habe mir da die PDF mal geholt. Ich glaube, da gab es auch ein Bundle. Man spricht Englisch oder so. Aber ich glaube, ich habe mir nur die Einzel-PDF geholt, als gerade Lovecrafts Geburtstag war. Da war nämlich alles richtig schön günstig. Ich glaube sogar ein Drittel weniger oder so. Weil das Ding ist ja im Pegasus Digital Shop, also die Bücher kosten ja ungefähr halb so viel wie sonstige Rollenspielbücher. Also, ne? Cthulhu Grundregelwerk, 20 Euro, sau dick, Vollfarbe, kleine Schrift, 1000 Infos, richtig gut. Die entsprechenden PDFs, die bei anderen Verlagen dann ja meistens die Hälfte kosten, kosten dann aber auch so viel wie das Buch bei Pegasus. Also Grundregelwerk auch 20 Euro. Aber ein Drittel billiger bringt dann halt auch echt was. Ja, und ich habe mir das dann bei ePubli wieder mit Print on Demand machen lassen. Da habe ich fast 20 Minuten zu diesem Buch auch schon was erzählt und zu den anderen Sachen, die ich mal gemacht habe. Das findet ihr dann natürlich hier in der Playlist bei anderen Videos. Ja, und hier soll es dann nur um das Durchgeblättert gehen. Wollte ich zuerst mit dem anderen zusammen machen, mit dem ePubli USA-Video, aber das wäre dann alles zu fett geworden. Ja, das Buch habe ich noch nicht gelesen oder die PDF, bin ich noch nicht zugekommen. Deswegen keine Rezension, hier geht es nur um den Inhalt. Die großen Alten von euch, also die von euch wissen, die alten Sachen noch kennen von Cthulhu, kennen wahrscheinlich auch dieses Buch hier, haben es vielleicht sogar zu Hause im Regal stehen in der alten Edition. Ja, ich musste es mir machen lassen, ich wollte es mir machen lassen, weil die USA natürlich dieses Grundland sozusagen sind, wo man bei Cthulhu spielt und wo ja auch das Lovecraft Country liegt. Und wenn man die normalen Bezüge aus Regelwerken hat mit Dollarpreisen und Autos und Waffen, sind die Bezüge ja oft auch direkt zu den USA gemacht. Und ich habe da auch mit einem Spieler noch ein Solo laufen. Ich hatte nämlich mal diesen fatacken Schnellstarter, das Abenteuer dazu, das habe ich mit ihm mal gespielt, als auf Solo gemünzt und na gut, er hat es überlebt. So, seitdem spielen wir halt in Deutschland, wollten mal gucken, wie das ist und ja, irgendwann spielen wir wieder hier und dazu wollte ich die ganzen schönen Infos haben und nicht nur am Laptop lesen. So, das zur Vorrede. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist das Originalcover von früher. Ich bin mir gar nicht. Ja, oh, ich glaube, wobei ich glaube doch nicht. Haben sie wahrscheinlich für die PDF extra gestaltet. Dieses Blaue, das ist glaube ich immer dieses PDF-Zeug. Jedenfalls auf der Rückseite gibt es halt bei mir dieses Backcover mit das Land, also eines der Kapitelanfänge habe ich hier als Backcover genommen, weil das am schönsten war für die Rückseite und alle anderen Sachen nicht so doll waren und die PDF nicht wirklich ein Backcover hatte. Ja, und hier ist natürlich auch alles nicht so normal, sondern halt ePubli-mäßig, ne? So, gut, ja, dann jetzt endlich hier genug der Vorrede zu irgendwelchen Druckarten und was gelungen ist und was vielleicht nicht ganz perfekt ist oder so. Sage ich natürlich nichts. Dazu habe ich ja extra ein fast 20 Minuten Video gerade gemacht. So, es ist natürlich alles so ein bisschen pergamentig, ne? Wir haben hier schon wieder so diesen Pergamentrand. Ja, natürlich schwarz-weiß. Also auch im Original schwarz-weiß. Ich habe es mir jetzt nicht extra schwarz-weiß nur drucken lassen. Weiß gar nicht, von wann das genau ist. Steht das hier 2008? Oha, über 10 Jahre her. Nicht schlecht. Gut. Inhaltsverzeichnis. Also die großen Abschnitte sind hier natürlich nach dem Vorwort Land, Gesellschaft, wie das mit dem Leben in den USA ist, Mythen, Lovecraft Country wird hier extra noch ausgearbeitet und wie das mit Spielercharakteren in Amerika ist. Und dann kommt der Index. So. Die Kapitel haben dann so ein großes Einleitungsbild immer. Und
Nachdem wir dann ein bisschen Vorwort hatten, wird auch noch was zu den Cthulhu-Quellenbänden der alten Edition allgemein gesagt, also zu den ganzen Leuten, die da so mitgearbeitet haben. Ja. Und falls wieder eine Frage zum Licht kommt, es ist immer noch improvisiert. Ich habe noch nicht jetzt irgendwie Geld und so gehabt, um das richtig, richtig cool machen zu können. Und die Kamera, ich glaube, die kriegt das irgendwie hier noch hin, aber die ist halt hier auf, ja, ich sag mal Standard HD, aber nicht auf 1080 Pixel. 720 eher. Ja, genau, das ist das Bild dann vom Anfang. Erstmal kommt was zur Geschichte. Ihr habt natürlich immer mal wieder, wie in den meisten Rollenspielen, so extra Erklärkästen. Hier sind sie in Schwarz, was ich sehr gut passend finde bei Cthulhu. Hier geht es natürlich dann auch direkt im 15. Jahrhundert los mit dem Kolonialzeug. Ja, immer mal wieder ein schönes, passendes Bild wie hier. Die Bilder haben dann auch gerne mal noch eine Zeile Text darunter zum Bild. Ja, also ein paar Seiten Geschichte, Unabhängigkeit natürlich, Drang nach Westen. Und ja, in den schwarzen Kästen sind hier jetzt erstmal immer cthulhuide Themen. Und zum Beispiel hier dann Korruption des Menschen oder Entdeckungen des Unbekannten. Kann man ja auch einmal so zeigen, in welchem Stil das dann ist. Ich glaube, ihr könnt es lesen, wenn ich es einmal hier reinhalte, trotz dieses Schattens. So, in dem Stil ist es gemacht. Ja, Bürgerkrieg, Weltkrieg und dann geht es hier dann im nächsten Abschnitt weiter, direkt mit den 20er Jahren. Gibt es erstmal allgemeine Infos, die wirklich jetzt hier in Einwohner, Ausdehnung, Staatsform, Einzelstaaten, das Land an sich. Nochmal so eine Staatenübersichtskarte. Landwirtschaft, Verfassung, immer in so kleinen Abschnitten. Ja. Sogar noch ein paar Präsidenten hier des Weißen Hauses werden genannt. Dann kommt noch was zur Außenpolitik. Ja. Ist aber auch nicht mega viel, also das ist immer übersichtlich. Man muss jetzt hier nicht irgendwie 20 Seiten lesen. Ein bisschen was zur Innenpolitik. Noch was über Präsidenten und Sezession und Segregation. Ja, und dann werden wichtige Städte in kürzerer Form beschrieben. Eine Karte gibt es, glaube ich, nicht immer dazu. Ich glaube, wenn ihr euch die PDF, ich weiß gar nicht mehr, wenn man sich die PDF runterlädt, kriegt man, glaube ich, sogar noch ein bisschen Kartenmaterial. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. So, wir haben hier Baltimore, Maryland. Gibt es dann mal hier noch so einen allgemeinen Text, einen kleinen Rundgang gibt es dann gerne mal. Und was es für so Anlaufspunkte gibt, die von Interesse sein können. Ein paar Fakten im Kasten zusammengefasst, die Umgebung davon auch noch. So, bei Boston sieht es sehr ähnlich aufgebaut aus. Ja, machen wir noch einen extra Stadtteil. Beziehungsweise, nee, Quatsch, Stadtteil, einfach ein Nachbar, eine Nachbarstadt. Cambridge wird hier noch genannt. So, Umgebung, Fakten, ja, ist alles immer ähnlich aufgebaut. Hier sogar noch Klimaangabe sogar noch. Ja, was in der Umgebung so ist. Chicago darf natürlich nicht fehlen. Chicago habt ihr übrigens in dem Gangsterbuch nochmal groß beschrieben. Cthulhu Gangster, ist aber mittlerweile vergriffen. Also schon seit einer guten Zeit. Ihr kriegt dann nur noch das Spielerhandbuch, was man halt wirklich nicht braucht, wenn man das Hauptbuch hat bei Pegasus. Allerdings immer ein Geheimtipp, ne? Ich sag's immer wieder. Der Cthulhu-Fanshop. Leicht zu finden im Internet. Und gute Leute, die wirklich alles Mögliche auch an vergriffenen Sachen noch gesammelt haben, wo ihr wirklich zum originalen neuen Preis in neu wirklich dann sowas wie Gangster, wo da Chicago drin ist, noch bekommt. Und nicht irgendwie ganz komisch mit abgestoßenen Ecken und ohne Folie mit was weiß ich.
Mängelexemplar und so und dann aber der Neupreis, der ja aber eh schon saubillig ist, ne, bei Pegasus, sondern wirklich richtig perfekt. Ich habe da schon öfters bestellt und da kriegt ihr auch alles Mögliche, was weiß ich, Büsten von Lovecraft und so, CDs, also alles Mögliche. Unglaublich zu empfehlen. Hab mir da auch schon wieder was bestellt gerade. Weil einfach, das muss ich mal kurz zwischendurch sagen, im Pegasus Shop dann bei den Rollenspielen, also zumindest bei Cthulhu, kann es einfach mal sein, dass dann zwischendurch eine Sache einfach mal weg ist. So. Und die war dann vielleicht ein paar wenige Monate da und dann ist sie einfach vergriffen und kann nicht mehr aufgefunden werden. So war es eben bei dem Apokalypsenbuch von Cthulhu. Was noch gar nicht so alt ist. Ja, und das wollte ich haben, aber eben noch, ich musste es nicht sofort haben, hab gewartet, jetzt ist es weg. Ja, und dann bestellst du es halt irgendwie bei eBay oder im Cthulhu-Fanshop. Also ich bestelle zumindest dann immer nur im äußersten Notfall bei Amazon, weil ich die Idioten natürlich immer nicht unbedingt unterstützen will. Aber ja, auf jeden Fall im Fanshop immer noch ja, gut was zu finden. So, dann habe ich noch Detroit. Und wir haben Los Angeles. Und New Orleans. New York City. Was haben wir noch? Ah, New York City ist so groß, dass auch die Stadtteile drin sind. Die haben auch noch mal so ungefähr solche Abschnitte. Sogar der Verkehr wird hier noch extra benannt und die Fakten sind natürlich dann hier üppig. Na, doch, okay, hält. So, Philadelphia gibt es hier noch. Providence. Oh, da kommt, glaube ich, Lovecraft her, ne? Providence. Ja, San Francisco darf auch nicht fehlen. Und dann, ah, hat auch wieder, genau, die größeren Städte haben dann ihre Stadtteile auch noch beschrieben. Washington, D.C. Und dann gibt es noch in einem extra Kapitel kleinere Städte, die dann wirklich nur so eine, weiß nicht, Achtelseite oder so als Text haben. Seht ihr ja hier. Atlanta, war das nicht bei Walking Dead am Anfang auch wichtig? Und im Pandemiespiel, glaube ich, gibt es das auch. Oh Gott, wie spricht man das aus? Cincinnati in Ohio. Cleveland, Columbus, Dallas, Denver. Dann haben wir noch Indianapolis, Houston, Milwaukee, Minneapolis, Santa Fe, Pittsburgh, Seattle. Sogar noch mit Unterkünften in den verschiedenen Kleinstädten hier. Oh, nett. St. Louis. Ja. Und dann kommen wir zur Gesellschaft. Ja. Überhaupt erstmal das Freizeitverhalten. Wir sind ja hier in den Roaring Twenties. Also da geht ordentlich was ab. Ist auch im Deutschlandbuch sehr, sehr geil beschrieben. Mobilität und Malls. Der Hamburger kommt hier auf. Neue Restaurants, Kultur, Tanzveranstaltungen. Alles wird von der Kultur. Also in der Kultur kommen ganz neue große Sachen auf. Bisschen was zu Naturschutzparks sogar. Kirche, politische Gruppen, Kunst, Architektur, Sport. Sogar noch was zu Sportereignissen. Mode, Frauenmode, Männermode, Sportbekleidung. Oh, Musik, Gesellschaft, Blues, Jazz, Schallplatte, alles dabei. Revuen, Tin Pan Alley. Sogar bekannte Schlager hier noch mit Jahreszahlen. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen was zu Broadway-Stücken der 20er. Und dann kommt auch ganz groß jetzt die Literatur. Ah, Weird Tales. Ja, da wo Lovecraft, glaub ich, selber veröffentlicht hat, ne? Sehr, sehr cool. So, verschiedene Literaturarten. Bücher der 20er, die hier noch Einfluss hatten. Dann natürlich noch ganz groß das Radio. Und wie das mit dem Programm alles so war. Und wie das mit der Zensur aussah. Und natürlich noch Rundfunkprogramm der 20er als Auswahl. Ja. Und dann die verschiedenen Einwanderer in die USA. Auch mit Einwandererzahlen. Was haben wir denn hier? Aus Europa, aus China, aus Japan. Nochmal, je nach Herkunftsland hier gegliedert. Wie die Bevölkerung denen gegenübersteht und so weiter, wie die alle zurechtgekommen sind. Ja,
Heimstättengesetz. So, dann haben wir natürlich dieses sehr unschöne Thema der Eugenik und des Rassismus. Weil es ist ja leider alles in der Zeit so langsam aufgekommen, dass es ja von den USA auch zu uns rübergeschwappt hier. Ja, viele Sachen, die alle nicht so... Das ist, glaube ich, im Zuge des Fin des Jäckle gekommen, ne? Als dann das 20. Jahrhundert angefangen hat. Da war ja irgendwann auch philosophisch und so, die Naturwissenschaften sind ganz, ganz groß rausgekommen und man hat gedacht, man kann alles jetzt naturwissenschaftlich durchleuchten und hat dann ja auch gedacht, man kann das machen wie überall, dass man einfach hier sagt, es gibt Rassen und so und da, das ist ja dann ganz, ganz mies ausgeartet, ne? Wir wissen alle, was passiert ist. Rassentrennung. Indianer werden hier genannt, auch wenn man natürlich jetzt nicht mehr Indianer sagt. People of Color, beziehungsweise Ureinwohner Amerikas, die Indigenen. Ku Klux Klan muss natürlich dabei sein. Ja. Die Rolle der Familie in den Roaring Twenties. Ja, die Rolle der Frau natürlich darf auch nicht fehlen. Frauenbewegung, Gegenbewegung, Kindererziehung. Sogar Frauenberufe hier extra im Kasten und Ehescheidungen. Ja. Die Rolle der Religion, natürlich auch ganz wichtig. Oh Gott, ich habe gerade angefangen, dieses ganz alte Spiel, was man auf Steam auch so günstig kriegt, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth anzufangen. Und da ich jetzt mein Windows 10 Update auf meinem Windows 7 PC gemacht habe, kann ich das jetzt auch spielen. Und da ging es auch ganz groß erstmal los mit irgendwelchen Kulten, die dann alle der großen Rasse von Yig irgendwie anhängen und so. Das war schon sehr, sehr geil gemacht. Und man kann mit Religionen natürlich viel, viel machen, gerade beim Cthulhu-Mythos. Ja, das erwählte Volk, natürlich Puritaner, Aufklärung, Methodisten, Quäker, mormonische Kirche, dritte Erweckung und religiöse Vielfalt, beginnende 20. Jahrhundert. Da ganze ein Jahr totschlagen mit diesen ganzen religiösen Strömungen. Oh Gott. Mainline Churches. Heute haben sie ja diese Mega-Churches in den USA. Das ist, ja, da wird ein Event auch draus gemacht, natürlich. Die konservativen Evangelikalen, ja, Katholizismus, okay, Judentum, Islam, weitere Religionen, Gemeindeleben, Wohlfahrt, okay. Alles dabei, was das Herz begehrt, beziehungsweise die Seele, wenn es sie denn überhaupt gibt. Jo, weiß ich gar nicht, ob das im Cthulhu-Mythos, ob es da eine Seele gibt, ne? Müssen wir mal bei den Zaubern gucken und so. Theoretisch gibt es, glaube ich, irgendein Geisterzeug. Wenn ihr da schon was wisst, schreibt es gerne unter das Video. Dann natürlich nächstes großes Thema hier, die Prohibition. So, Vorgeschichte, Alkoholgenuss und so weiter. Razzien, der Stoff. Wie es dann im Gefängnis so ist, wie man das im Spiel alles machen kann, sogar mit Werten hier noch. Okay, krass. Bleivergiftung. Tja. So. Wo das überhaupt alles herkommt, wie dann geschmuggelt wurde, selbstgebrautes Zeug, verschnittener Alkohol, industrieller Alkohol, wie das alles so verteilt wird. Ach genau, die Speakeasies, ne, diese Flüsterkneipen, ah, sehr geil. Clip-Joints, Nepp-Lokale, Clubs, Glitzerpaläste, sehr, sehr cool. Also dem haben sie schon einige Seiten gewidmet, aber finde ich auch okay. So, Transport in den frühen Jahren der Prohibition. Sogar unterschieden. Hier übers Land, übers Meer, Rumrunners. Ah, diese ganzen Worte, ne, die man immer mal gehört hat. Ah, hier nochmal alles nachlesen zu können, ah, das ist schon geil. Da macht Geschichte wieder Spaß, wenn man es dann wirklich auch noch rollenspielerisch aufbereiten kann und verwenden kann und mit sowas Coolem wie den Cthulhu-Mythos verbinden kann. So, das Ende des ganzen Zeugs. Syndikate. Alkoholkriege. Oha, hier so ein Bild, wo Erschossene drauf sind. Ein echtes sogar. Oh, krass. Okay. Gut. Öffentliches Auftreten der Gangster. Gesetz, wie die lokalen Polizeikräfte hier so agieren, was sie für Methoden haben, wie das so war, als die Ära zu Ende gegangen ist, wie das so ist, wenn man da erwischt wird und die rechtlichen Konsequenzen. Alter, das sind echt viele Seiten. Nicht schlecht.
Schmiergelder, das Prohibitionsbüro. Okay. Wie das alles aufgebaut ist. Extra-Notizbücher, okay. Was sie mit konfisziertem Alkohol machen. So, und dann das ganz große Ende der Prohibition und Persönlichkeiten aus der Zeit. Natürlich, Al Capone ist klar, Scarface, William Bill McCoy, mit Werten auch hier in den Kästen noch sehr cool. Gertrude Cleopatra Lithgow, okay, nicht schlecht. Sehr, sehr schön, sind einige Leute dabei. Gut. Von der Konsumgesellschaft zur großen Depression. Wirtschaft in den Roaring Twenties. Okay. Das ist auch nochmal richtig interessant, finde ich, wie die ganze Konsumgesellschaft überhaupt entstanden ist. Mal so beispielhafte Löhne in Gewerbezweigen. Massenproduktion, Fließbandarbeit. So verschiedene Prestigeobjekte. Das Auto, Telefon, Elektrizität, wie das Einkaufen so war, Werbung, die Kehrseite von allem, die Rolle der Landwirtschaft. Ah, interessant. Also das finde ich wirklich interessant. Selbst wenn ich gerade nicht spiele oder so oder leite, also das würde ich einfach auch lesen, wenn ich gerade Zeit habe. Aber es gibt so viel zu lesen, zu gucken und zu spielen. Es ist alles zu viel. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Börsencrash 29. Okay, wichtige Unternehmen werden noch aufgelistet. Und das große Flimmern. Okay, der Film in den 20ern. Aufstieg der Filmindustrie, Hollywood und so weiter. Zensur, die erblühende Genrevielfalt, Übergang zum Tonfilm. Okay. So, dann noch ein bisschen was zu Hollywood. Noch eine fette Liste an Filmen der 20er. Und dann kommen auch schon die naturwissenschaftlichen und technischen Fortschritte der 20er. Physik, Astronomie, Biologie, Geografie, Technik im Alltag. Was zur wissenschaftlichen Industrie. Sprachübertragung noch. Sehr schön. Und ja, auf ungefähr 3 Seiten, auch nicht zu lang. So, dann haben wir natürlich noch den aktuellen Stand der Medizin und des Gesundheitswesens. Medizin ist natürlich immer sehr wichtig, ne, bei Cthulhu. Medizinische Innovationen. Natürlich auch immer gut gemacht dann mit, also der Dickdruck ist immer an der richtigen Stelle, der Kursivdruck ist auch immer an der richtigen Stelle, zum Beispiel wenn es hier um Zitate geht oder einleitenden Fluff. Kosten der Krankenbehandlung. Oh, ist schon einiges dabei. Oh, sogar hier die Heilmethoden der Ureinwohner. Cool. Staatlicher Gesundheitsdienst. Gesundheitsprüfung von Immigranten, Epidemien, historische Krankenhäuser, medizinische Schulen. Da werden hier so Orte genannt, Philadelphia, New York und so weiter. Nicht schlecht. Ja, wie die Versorgung auf dem Land natürlich ist und wie das mit Krankentransporten ist. So, und dann haben wir noch eine Chronologie der Roaring Twenties. Das geht hier von 1918, immer mit so dick gedruckten Zahlen. Dann hier über mehrere Seiten bis 1930. Okay. Und gewisse Ereignisse oder Leute oder so werden immer dann kursiv gehalten. Ja, nächstes großes Kapitel ist das Leben allgemein in den Vereinigten Staaten. Ja, natürlich Verkehrsmittel, ganz wichtig. Zu Land, zu Wasser, zu Luft. Innerstädtisch, Bahn, Busse, wie die Preise sind. Also Bahn, Untergrundbahn, Hochbahn, Taxen, Fahrrad. Oh, Fahrräder, ne? Eines der Transportmittel, die man sehr selten bei The Walking Dead sieht. Ich glaube, ich habe jetzt bis Staffel 8 geguckt, muss die Staffel 9 noch bei Netflix gucken. Aber bisher sind, glaube ich, Fahrräder in 2 Staffeln mal vorgekommen. Ganz am Anfang und irgendwann irgendwo mittig oder Richtung Ende, glaube ich, noch, der aktuellen Staffeln. Ja, Buslinie, natürlich Eisenbahn, klar. Verschiedene Wagenklassen, Bequemlichkeit, Service, all diese üblichen Dinge, wie man braucht. Bahnhöfe, Frachttransporte, Eisenbahn, Preise. Henry Ford wird hier noch vorgestellt. Finde ich aber auch geil, ne? Ich finde es für mich selber immer ein bisschen schwierig, so wichtige, große Persönlichkeiten ins Spiel einzubringen, weil ich immer denke, ich werde dem nie gerecht. Andererseits, wenn man die mit dem Mythos verknüpft, ne? Das kann schon geil werden. So, ganz groß natürlich was zu Automobilen.
Reisen, Genehmigung, Geschwindigkeitsbegrenzung, Autocamps. Ach stimmt, es gab diese Camps immer an den Highways, ne? Teil habe ich auch teilweise schon in irgendwelchen anderen Büchern von Cthulhu gelesen. Im Investigatoren-Handbuch für Spieler da irgendwie. Genehmigung, Automaten. Und dann kommen hier so verschiedene Autos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, so 11, 12, ja, gut 10 Autos werden hier extra beschrieben. Natürlich gibt es hier Listen nach Jahreszahl und nach Preis und wie viel Sitze und wie viel PS die immer hatten. Da gibt es dann nur einheimische Fabrikate, Importautos und ja, leichte Transportfahrzeuge, Kleinlaster. Ja, dann nochmal einiges zu Motorrädern. Auch wieder Lizenz und so weiter. Boote und Schiffe, sogar hier Kanus, Faltboote, Ruderboote, offene Barkassen, Dampfboote, das ist alles dabei. Auch Fahrpreise und solche Geschichten. Ja, verschiedene Dampffahrtslinien und so natürlich hier aufgeführt. Ja, und dann natürlich noch Luftreisen. In all ihren Arten. So. Ja, was haben wir hier noch? Fallschirmspringen noch dabei, Flugzeugbewaffnung sogar noch. Okay. Dann geht es um die Hochschulen. Wie ist das denn aufgebaut? Also wir haben zum Beispiel jetzt, also hier ist eine Einleitung, die Miskatonic University wird natürlich nicht vergessen. Und dann Harvard zum Beispiel. Da gibt es eine Einleitung und dann was zur Geschichte, zu den Fachrichtungen, zum Studentenleben. Und dann noch was zur Bibliothek. Ja. Warte mal, zur Geschichte, ja. Studiengänge, manchmal gibt es auch noch was zur Sammlung, Architektur, Sport oder studentische Organisation, je nachdem. Ja, Yale University, Stanford haben wir noch, Princeton, das College allgemein, Studentenverbindungen. Uff, also die ganzen staatlichen Unis werden auch nochmal fett aufgelistet. Überhaupt die Bezeichnung Professor wird hier auch besprochen. Skull and Bones, ja, darf nicht fehlen, ne? Gut. Privileg des Studiums überhaupt, klar. Studentenleben, Expedition. Ja, was zu Museen? Es gibt sogar noch hier was zu fiktiven Museen, die in Cthulhu-Abenteuer und Mythosgeschichten aufgetaucht sind. Sehr schön. So, aber sonst werden hier einfach so einige Museen aufgelistet. New York natürlich wieder wesentlich mehr, weil es da eben fett was gibt. Ja, und dann natürlich was zum Bibliothekswesen. Da gibt es auch wieder verschiedene Typen, ist klar. Spezialbibliotheken, private Forschungsbibliotheken, Schulbibliotheken, Collegebibliotheken, Universitätsbibliotheken, öffentliche Bibliotheken. Ja, und dann welche, die wichtig oder besonders sind, werden natürlich hier auch aufgeführt. Und dann nochmal ein Überblick über einige Bibliotheken. Wie das mit der Recherche dort ist und überhaupt der Beruf des Bibliothekars nochmal. Ja, und dann die Rolle der Presse und der, ja, genau, Zeitschriften und Zeitungen. Ja, Erscheinungsfrequenz, welche Themen so offiziell dann wichtig waren, Publikationsumfang und so weiter. So, dann die Zeitungen und Zeitschriften nochmal einzeln, auch Nachrichtenagenturen nochmal einzeln. Und die bekannten Druckschriften werden dann hier auch nochmal immer mit diesem Muster Name, Preis, Auflage, Konzept, Verbreitung, Ähnliches, Sonstiges. Ja. Ja, natürlich auch noch eine Übersicht. Und dann Polizei und Militär. Auch wieder hier Geschichte, Aufbau, die Bezirkspolizei, die bundesstaatliche Ebene, Texas Rangers noch extra, ja. Dann noch das BOI, Bureau of Investigation, United States Marshal Service, Internal Revenue Service, okay. Und so weiter. Was zur Lynchjustiz auch und zur Todesstrafe. Al Capone wird hier nochmal extra aufgeführt. Ja, und dann natürlich noch verschiedene Dinge zum Militär. Auch Orden teilweise. Geheimdienste noch ein bisschen.
Und dann noch was zu Schusswaffen. Sogar hier Schalldämpfer noch im Kasten. Wie das mit dem Gesetz ist. Und dann geht es erstmal los mit den Faustfeuerwaffen. Das Tolle ist, dass diese ganzen Cthulhu-Werte ja einfach so verwendet werden können, in eigentlich jeder Edition. Ich glaube, es gibt ja hier auch Basisreichweite, Feuerrate, Ladekapazität, das ist alles das Gleiche. In der Liste der neuen Cthulhu 7 Sachen, da gab es noch, nicht noch extra hier die Spalte Kaliber, na, aber es war alles irgendwo mit drin auch. Und hier gibt es richtig viele Waffen. Also so viele Waffen gibt es nicht im Cthulhu 7 ja, Grundregelwerk oder Investigatoren-Kompendium. Und vor allem dann überhaupt noch eine fette Liste an Gewehren. So, und noch dann extra eine dicke Liste an Schrotflinten. Ziemlich geil. Ja, und dann kommen überhaupt erst noch die Schnellfeuerwaffen. Gut, da gibt es natürlich dann nicht so mega viel, weil das ja so mehr so Richtung Militärsachen sind, glaube ich. Ja. Auch Schmuggel und so wird immer mal erwähnt. Puh, sogar hier geeignete Bestechungssummen und solche Schwarzmarktpreise für einen Grabenmörser, für eine Mörsergranate. Alter Schwede. Nicht schlecht. Aber wenn man gegen spätestens irgendwann große Alte kämpft, dann ist so eine Granate vielleicht gar nicht schlecht, ne? Brand- und Gasbomben, Senfgas, Alter. Ja, und dann natürlich sehr wichtig für den Mythos, Mythen. Die amerikanischen Ureinwohner, hier werden sie auch direkt so bezeichnet. Überhaupt erstmal bis in die 20er Jahre, wie das mit den ersten Kontakten war, nochmal alles ein bisschen ausgearbeitet geschichtlich. Wer ist ein Indianer? Ja. Und dann natürlich der Dawes Severity Act und die sogenannte Zähmung der Wilden. Traumfänger, cool. Da kann man natürlich wieder was machen mit Cthulhu-Zeug. Ne? So, und dann Stämme. Da ich Age of Empires und so gespielt habe, kenne ich natürlich ein paar Stämme schon. Sogar bekannte Leute noch von den Ureinwohnern. Ja, hier Apachen, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, die Creek, die Dakota, Irokesen, Kiowa, Comanchen, Navajo, Pueblo-Indianer und die Seminolen, die man auch als Verbündete bei Age of Empires 3 The War Chiefs oder ab The War Chiefs kriegen kann. Nee, Moment, die kann man glaube ich schon beim normalen kriegen, ne? Ja. Normalen Age of Empires 3. Ja, die Sprachen natürlich noch von denen und die Spiritualität, Tod, Grabstätten. Ja, immer mal wieder bekannte Ureinwohner. Und dann noch Wild West Shows, Mythen und Märchen direkt der Ureinwohner. Bilderwelten, Legenden im Spiel. Wesen der Mythen, na, nicht schlecht. Der Wendigo, ja, kann man natürlich an manche Cthulhu-Sachen und Wesen anschließen, das ist ganz geil. Ja, unheimliche Orte in den Vereinigten Staaten, sowas ist natürlich ganz toll. Qin Yan ist natürlich hier mehr so was Fiktives, meine ich zumindest. Wenn ich falsch liege, schreibt es gerne. Die Pläne der Migo, auch. Ja, dem haben sie einiges gewidmet. Sehr, sehr geil. Auch wieder hier coole Bilder. So, was haben wir noch? Hexen in Neuengland. Magier und Kulte in Neuengland, okay. Dann haben wir noch, immer wenn hier so verschiedene Ortschaften dann genannt werden, sind die dann halt auch dick gedruckt. Das ist gut gemacht. So, geheimnisvolle Städte und Orte. Was haben wir denn? Mystery Hill bei Salem in New Hampshire. Okay. Was haben wir hier noch? Schlachtfeld von Chickamauga in Georgia. Near Kenny Mountain in Tillamook County, Oregon. Okay. Was haben wir noch? Kilauea-Vulkan auf Hawaii. Dann haben wir noch. Ach so, weitere. Ach so, ja. Yantla. Ja, ach so, ja, Yantla. Ja, das ist ja auch noch mal Cthulhuit, ne? Weitere Orte. Sesqua Valley, Hian Ho, okay. Und dann direkt Lovecraft Country. Muss natürlich sein.
So. Ein Überblick über Lovecraft Country und die dort angesiedelten Mythosgeschichten von ihm. Und das finde ich natürlich für mich selber auch nochmal oder allgemein mega interessant. Ich habe ja vom Frank Fester Verlag da das erste von diesen sechs Büchern mit den paar Geschichten gelesen. Aber mir stehen noch viele cthulhuide Geschichten bevor von Lovecraft und natürlich von anderen eigentlich auch noch. So, Kerngeschichten erstmal. So, immer, was gibt's denn immer? Also erstmal eine Überschrift, der schreckliche alte Mann und dann auf Englisch The Terrible Old Man und dann, wann es erschienen ist. Ort, Kingsport zum Beispiel. Sowas wie Kingsport gibt es ja zum Beispiel auch als PDF. Und die habe ich auch alle, die ganzen PDFs. Stelle ich aber hier nicht extra vor, das würde saulange dauern, weil ich alle möglichen PDFs. Ich habe alle Quellenmaterialien im ganzen Pegasus Digitalshop von Cthulhu. Es hat viel Geld gekostet, aber ich habe es teilweise geschenkt gekriegt zum Glück. Aber immer wenn ich mir mal ein Print-on-Demand-Buch bei ePubli oder so mache, dann stelle ich es halt vor, so wie dieses jetzt hier. So, Ort und dann Zeit und dann halt eine Beschreibung. So, das Bild im Haus, Herbst, Herbert West, der Wiedererwecker. Das Unnennbare, das Fest, die Farbe aus dem All, der Fall Charles Dexter Ward, das Grauen von Dunwich. Der Flüsterer im Dunkeln, Schatten über Innsmouth, natürlich mit einem etwas längeren Text. Oh, in dem Cthulhu-PC-Spiel, da in dem alten, da gehe ich gerade nach Innsmouth. Oh Gott, das ist immer so unheimlich alles. Boah, man will immer weiterspielen, aber irgendwie auch nicht. Vor allem das alte Spiel sagt eben noch: Stellen Sie die Helligkeit des Spiels so ein, dass unter so einer gewissen Linie die verschiedenen Farben, die man dann oberhalb der Linie sieht, nicht mehr zu unterscheiden sind. Und wenn man das macht, dann ist es echt düster, aber boah, dann weiß man manchmal gar nicht in irgendeinem Dungeon, was da noch in der Ecke irgendwie ist und so. Boah, Gott. Auch mit schlechter Grafik ist das. Das Grauen wirkt, ja. Das merkwürdige hochgelegene Haus im Nebel. Träume im Hexenhaus und das Ding auf der Schwelle, der Schatten aus der Zeit. Und dann kommt noch was von August Derleth. Ja, gut. Was gibt es hier noch? In und um Arkham angesiedelte Geschichten, Derleth. Und in und um Innsmouth angesiedelte Geschichten. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass Leute wie der jetzt auch einfach da noch was mit Orten, mit Lovecraftschen Orten gemacht haben. Cool. In und um Dunwich angesiedelte Geschichten. Ja, okay. Weitere Gäste in Lovecraft Country. Robert Bloch, Fritz Leiber, Thomas Ligottis, Brian McNaughton, Brian Stapleford, Basil Coppers, Neil Gaiman, Michael Shears, Robert M. Price. Die sagen mir natürlich jetzt immer nichts, weil so krass tief bin ich auch noch nicht drin. So. Und dann werden die Schauplätze im Lovecraft Country eben beschrieben. Sehr cool auch nochmal mit Karte. Ja, Arkham gibt es in Wirklichkeit natürlich nicht. Aber gut, was erzähle ich euch? Ihr wisst das ja sicherlich alles. Oh, geil, sogar noch ein chronologischer Abriss von Lovecraft Country, was da so passiert ist. Von 1639, Kingsport gegründet, bis 1935, Expedition der Miskatonic University nach Westaustralien. Okay. Ja, Arkham, ein Rundgang durch Arkham und so weiter. Aber ne, sowas wie Arkham könnt ihr euch auch im Pegasus Digitalshop als komplettes Buch noch kaufen, mit allem drum und dran. Also da hätte ich auch richtig Bock drauf, einfach zu leiten oder zu spielen in dieser Stadt, in diesem Setting und drumherum und dann einfach da richtigen Shit zu erleben. Gut. Und natürlich spezielle Orte wie Sanatorium werden nochmal extra genannt. Oh, das geht hier eine gute Weile, ein paar Seiten, nicht schlecht. Das ist ja auch ein geiles Haus hier, ein geiles Bild. So richtig geil Cthulhuid. Kingsport gibt es natürlich noch. Innsmouth darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Dunwich. Ja, und dann noch ein paar andere kleinere Orte von ihm. Ne? Aylesbury Pike, Dean's Corner, Falcon Point, Martin's Beach, Mayotteville. Ja. Und dann haben wir noch hier die Spielercharaktere in Amerika als großes Kapitel. Da werden natürlich einige hier vorgestellt. Da haben wir den Privatdetektiv. Ne, auf die Lizenz gehen sie ein und auf die Professionalität.
Ja, die Verbindung zum Gesetz und was die für Methoden vielleicht haben und die Waffen und so weiter. Sogar noch was zu Agenturen. Dann geht es mit dem Journalist weiter, wie Artikel entstehen, rund um das Leben mit der Zeitung, Quellen benutzen, Pulitzerpreis extra im Kasten. Ja. Und dann gibt es noch was zu Gerichtsmedizinern und Polizisten. Klar, in den ganzen Berufsbeschreibungen von dem Investigatorenhandbuch wird es natürlich dann, also da findet man natürlich auch dann einiges. Ja, und vor allem in den Berufeheften, die es ja auch schon mittlerweile, also gibt es ja drei oder vier schon, habe ich hier ja auch schon auf dem Kanal gezeigt. Ja, hier Ermittlungsmethoden und so weiter, Fingerabdrücke, Fotografie, also all diese Sachen, die man so zur Beweisermittlung hinkriegen kann. So, nach dem Tod, was man da so machen kann. Der Coroner, okay. Ja, Ratgeber, gut. Und dann haben wir am Ende nur noch den sehr übersichtlichen Index. Und auf Seite 279 sind wir dann durch mit diesem Buch. Okay. Also, so wie ich das beim Durchblättern gesehen habe, fehlt mir da jetzt nichts groß. Haben sie wieder wie immer gute Arbeit geleistet, wohl, denke ich mal. Okay, das soll es dann erstmal damit gewesen sein. Aber es wird mit Cthulhu gleich noch für mich ein wenig weitergehen, bevor ich danach noch ein bisschen anderes Zeug mache. Der Tag wird auf jeden Fall nur aus Videos bestehen heute bei mir. Gut, das war das. Print on Demand, USA, Großmacht unterm Sternenbanner als PDF im Pegasus Digital Shop auch erhältlich. Jo, dann erstmal soweit und eventuell bis demnächst.